Ich bin vor 10 Jahren nach Misselbach gezogen von Wien. Und meine Freundin hat gesagt, also bei uns ist es so, einmal im Monat werden wir ins Kino gehen. Ich dachte, aha, gut. Und so war das auch. Wir sind immer einmal im Monat ins Kino gegangen und ich habe diesen Saal da gesehen und war hin und weg, weil ich so ein Kino eigentlich von Wien nicht mehr gekannt habe. Und der hat ganz einfach ein anderes Flair, der Holzboden, die lila Plüschsesseln, also mir taugt dieser Saal. Die Filme sowieso, ich war jetzt in diesen 10 Jahren sicher mehr im Kino als mein ganzes Leben in Wien und habe vor allem super gute Filme gesehen. Und wie es dann darum gegangen ist, dass das Kino da möglicherweise nicht mehr existieren kann, habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt mitarbeiten, das mache ich seitdem, ich arbeite mit und es taugt mir total und ich finde, man muss dieses Kino unbedingt erhalten, weil man kann nicht von Misselbach nach Wien ins Kino gehen, das ist uninteressant und außerdem sind die Filme so toll.